Willkommen zur neuen Folge Let's Play Trackmania 2 Valley. Wir spielen unsere Mania Exchange Maps weiter. Und zwar geht's hier weiter mit der Infinity Space. Hauen wir mal rein. Wie gesagt, ich wollte so ein bisschen diese ganzen Trackmania Let's Plays so ein bisschen mehr zum Quatschen benutzen. Deswegen wollte ich euch echt mal fragen, was ihr von der Idee haltet, dass ich Kommentare, die ihr unter die Videos klatscht, ob ich die eventuell immer liken soll, damit ihr sehen könnt, dass ich sie gelesen habe oder nicht. Das würde das Ganze mich relativ einfach machen und ich muss mir nicht immer zu allem eine Antwort ausdenken, falls ich euch da irgendwie, wie soll ich sagen, Feedback geben will, dass es auch gesehen worden ist. Hätte halt auch den Vorteil, wenn oft Leute halt bloß drunter schreiben, oh, geiles Video, kann ich halt einfach bloß Like drücken und sagen, anstatt Danke zu schreiben. Das ist halt auf Dauer doch ein bisschen aufwendig. Hä? Wo geht's hier lang? Ach hier, okay. Ich glaube, ich habe es gefunden. Oder? What the fuck? Okay, das ist echt verwirrend hier. Genau. Mal grob, was ihr von der Idee haltet. Das würde mich sehr interessieren. Weil ich das total genial finde. Und ich eben nicht weiß, was man am besten machen muss. Scheiße, was ist denn das für ein Mega-Stunt gewesen? Der ultimative Mega-Stunt. Mal schauen, ob wir das überhaupt noch durchschaffen hier. Ja, klar schaffen wir das durch. Ist ja hier kein Zeitlimit. Wie gesagt, das würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Weil ich das für eine sehr, 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 sehr gute Idee halte. Um mir einen Haufen Arbeit sparen. Und so weiter. Wie seht ihr, das ist nicht so viel Arbeit, weil ich lese die Kommentare von euch in der Regel sowieso immer. Auch wenn es nicht den Anschein macht, dass ich es. Auch wenn es den Anschein macht, dass ich es nicht lese. Ich weiß, es ist teilweise ziemlich doof, weil halt nicht sonderlich viel Feedback da ist darüber. Ob das jetzt wer gelesen hat oder nicht. Deswegen dachte ich mir, hey, kann man das Like-Feature doch hier ganz geil abusen, wieder ausnutzen. Wie so ein Schmarrn. Jetzt weiß ich irgendwie nicht, wie das hier richtig funktioniert. Kann man. Ist es hier so gedacht? Ah, ich glaube schon. Dann kann man hier gerade durchfahren. So, genau. Was hätte ich noch so als Thema hier für heute zum Quatschen? Ich weiß es schon fast gar nicht mehr. Ich habe gesehen, ihr habt mir doch relativ viel Feedback gegeben zu diesen ganzen, zu dem Spiel, was ich da mache. Fand ich eigentlich ganz lustig. Oder sehr interessant auch. Da muss ich mal schauen, wann ich euch das am besten zeigen kann, damit ihr auch mal ordentlichen Eindruck von dem Zeug bekommen könnt. Aber wie gesagt, ich muss erstmal diese scheiß Nutzungsbedingungen noch fertig machen. Für die Anmeldung, das ist das Einzige. Das ist zwar ein bisschen doof, aber scheiß drauf. Das ist halt auch die Kacke, weil das mache ich mit einem Kumpel zusammen, der ein bisschen mehr Ahnung von dem Scheiß hat. Und der hat mir erstmal so fett 40 Seiten irgendwelche Ausdrucke aus irgendeinem Jurabuch hingeklatscht und sagt, hier, lies mal, was du davon brauchst oder was für uns halt in Frage kommen würde und nicht. Und dann machen wir das in Ruhe. Und ich bin jetzt, keine Ahnung, ich habe vielleicht 15 Seiten davon bis jetzt geschafft zu lesen, weil das ist so viel Kram. Wobei es eigentlich ziemlich geil ist, was da sind immer so Beispielsfälle drin gewesen von irgendwelchen Sachen. Das war eigentlich ziemlich interessant zu lesen. Keine Ahnung, was zum Beispiel, wie eigentlich so Haftungen im Internet grob funktioniert. Und was sie, wie Richter da in der Regel entscheiden. Das ist zum Beispiel ziemlich interessant zu wissen, dass hier, wie war das, die. Ach, jetzt habe ich es vergessen. Weil ich hier zu verwirrt bin. So. Musste mich gerade zu sehr konzentrieren am Ende. Und zwar, dass man nicht automatisch viel Sachen haftet, die andere auf einer Webseite posten. Was ich zum Beispiel hier Facebook oder so, da haftet Facebook nicht für eure Aussagen. Schon allein deswegen nicht. Weil sie praktisch kenntlich machen, dass es eure Meinung ist, die ihr dort postet, indem sie eure Namen und sowas weiter dazu schreiben. Das ist eigentlich sehr interessant. Oder interessant zu wissen. Aber ich weiß nicht, ob die nicht irgendwann mal hier irgendwas gemacht hatten, Facebook, dass man hier Sachen, die man postet, generell an die abtritt. Ich weiß es gar nicht. Hatten die es gemacht? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Weil dann würde das theoretisch nicht mehr greifen. Dann könnt ihr praktisch irgendwelche Nazi-Parolen da reinschreiben und die Leute verklagen. Weil es ja ihre Meinung ist. Aber naja, das ist halt
Die Wirren des Internets. So ist das, so ist das. Da gibt es immer die abgefahrensten Sachen überhaupt. Falls ihr auch selber mal Themen habt, über die ich vielleicht mal ein bisschen diskutieren soll, könnt ihr mir die gerne auch schreiben. Müsste ich halt bloß mal gucken, wie sehr ich darüber diskutieren kann oder nicht. Aber ich finde es immer generell relativ interessant, über irgendeinen Scheiß zu diskutieren. Oder auch, diskutieren. Das ist halt ein bisschen doof, wenn ich das zwar alleine mache, praktisch mit mir selber diskutiere. Aber das funktioniert lustigerweise in der Regel bei mir auch. Da ich nicht so, oft dazu neige, immer so mir beide Seiten anzugucken. Ich weiß nicht, ja, keine Ahnung, ob das wirklich der Fall ist, aber ich überlege meistens so, hey, wie wäre das aus der Sicht des anderen so und nicht nur aus meiner. Wieso finden Leute, keine Ahnung, Autos toll und andere nicht, ja. Solche Sachen ist halt doch relativ einfach zu beurteilen. Ah, okay. Ich glaube wieder eine Scheiße. Konzentrieren wir uns lieber auch ein bisschen auf die Strecke, weil die finde ich eigentlich ganz geil. Die ist diesmal wieder ein bisschen techniklastiger. Oh, und ich bin irgendwie zu blöd, sie zu fahren. Aber das macht nichts, das ist ja der Unterhaltungsfaktor der Rad, nicht wahr? Ach genau, was auch eventuell sein könnte, dass ich in nächster Zeit nicht ganz so regelmäßig dazu komme, hier Videos zu posten. Ich versuche die zweimal so ein bisschen vorzubauen, gerade. Aber dieses Video hier dürfte zum Beispiel auch schon zu spät kommen, weil das hätte eigentlich schon laut meinem Privatplan praktisch schon vor einer Stunde rauskommen sollen. Daher weiß ich nicht, ob ich das überhaupt heute noch schaffe. Wäre ziemlich malig, wenn nicht, aber ich arbeite daran. Notfalls kommt es halt erst irgendwann um 8 Uhr raus. Oder noch später. Hauptsache, es ist rausgekommen. Und schaut ihr es euch notfalls am nächsten Tag an und nicht heute. Habt ihr praktisch morgen 2 Videos statt nur einem. Hahaha. So ist das. Zumindest aus meiner Perspektive gerade. Ja, genau. Ich komme eventuell nicht so dazu, weil ich glaube ich, sehr in Stress fallen werde mit Schreiben von meiner scheiß Ausarbeitung. Weil ich bin da ziemlich in Zeitverzug inzwischen. Und ich lasse mich von jedem Scheiß ablenken. Wirklich jedem Dreck. Ich bin zum Beispiel jetzt hier die letzten Tage total in den Cookie-Clicker-Bahn verfallen. Ja, wirklich dieses komische Spiel, wo man nur einen fucking Cookie anklickt. Das ist ziemlich mies gewesen. Und ich glaube, ich bin gerade echt zu blöd, diese Strecke hier weiter durchzufahren. Genau, das ist so meine Krux in den letzten Tagen gewesen, der Cookie-Clicker. Ich weiß nicht, wieso ich das gesuchtet habe, wieso, aber es war halt einfach nur abartig. Gut, und ich glaube, hier habe ich sogar schon Gold. Was muss ich überhaupt hier fahren, damit ich hier The Marvelous Dingszeit bekomme? 39,45. Und ich bin jetzt... Ah, das könnte sogar fast funktionieren, wenn ich es mal richtig durchfahren würde. Okay, das probiere ich doch nochmal. Ob ich es richtig schaffe. Bevor ich diese Strecke wieder links liegen lasse. Genau, und zu den Abo-Maps, die ich noch von euch habe, hätte ich auch noch eine Anmerkung. Und zwar würde ich die eventuell machen, wenn ich hier diese ganzen aktuellen Mania-Exchange-Maps noch durch habe. Ich weiß gerade aktuell nicht, wie viele das sind. Wir sind auf jeden Fall schon noch auf Seite 3 von 5, wovon manche Strecken sicher schon gefahren sind auf den folgenden Seiten. Das dürfte also zwar noch für ein paar Folgen reichen, aber dann würde ich mal eure ganzen Abo-Maps, die ich noch habe, in einem Aufwasch machen. Also wenn ihr noch selber welche habt für Valley, dann schickt mir die mal. Dann fahre ich die gerne mal durch. Und ja, dann fahre ich die halt kurz zu jedem Display. Weiß Tolles zu fahren, Strecken. Ich gebe euch wieder Feedback auf den ganzen Spahn, der da drin ist oder nicht drin ist. Wo ihr dich toll findet oder nicht so toll findet. Als wie immer einfach meine behinderte Meinung dazu ablassen. Was weiß ich. Ist ja alles wie gehabt, ne? Könnt ihr von mir jetzt auch den größten Scheiß schicken. Mal schauen. Bloß wenn er halt allzu krass ist, kann es euch höchstens passieren, dass ich hier nicht fahre, aber ich denke mal, das sollte diesmal nicht so ganz passieren. Da ich inzwischen ziemlich abgehärtet bin. Nein! Das 18-Hundertstel, das hätte... Ah, ja, fast jetzt gereicht. Nein. 20-Hundertstel hätte dann gegen Ende noch gefehlt, aber das könnte ich vielleicht noch hinbekommen. Ich will jetzt jedoch noch die Autozeit irgendwie hinkriegen. Komm. Jetzt bin ich hier zu spät von Gas gegangen, was mich hier sau langsam, glaube ich. Heißt uns das Gefühl. Oh, 1300 doch noch. Oh, das war gut, glaube ich. Ich bin hier jetzt gerade mal vom Gas gegangen, als ich die Kurve gefahren bin. Aber irgendwie habe ich hier gerade wieder ordentlich Zeit verloren. Das ist natürlich dann nicht so gut. So.
Oh, nein. Okay, ich glaube, das wird dann doch nichts. Wechseln wir mal lieber zur nächsten Strecke, weil auf der gammel ich es gerade schon 10 Minuten, sehe ich. Quitten wir den Shit. Wieder auf die Single Map fahren. Single Maps waren das. So, wir waren Seite 3 und diese Insidious ist die nächste. Interessanter Name. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Insidious. Oder Insidious, wie auch immer. Sieht auf jeden Fall eigenartig aus. Ich hoffe einfach, hier bin ich entscheidend richtig. Es ist bloß die Frage, ob jemand am Anfang, wenn man sich so quer rüberfährt, ob das schneller ist oder nicht. Genau, eure Abo-Maps, die kommen wie gesagt jetzt dann wahrscheinlich irgendwann mal ganz, wenn ich diesen Scheiß durch habe. Also mit ein bisschen Pech dauert das halt noch irgendwie, keine Ahnung, 10 Folgen oder so. Dann müssen die wieder drankommen. Bis dahin habt ihr praktisch in Ruhe Zeit, mir noch Maps zu schicken, zu bauen und weiterzumachen. Weil ich glaube, es sind sowieso gar nicht mal so wenige Maps, die ich noch habe. Wie viel waren das? Ich bin mir gar nicht sicher. Wir können nachher mal gucken. Dann könnt ihr auch mal gucken, ob, falls ihr mir schon mal eine geschickt habt in letzter Zeit, ob die noch dabei ist oder nicht. Dann könnt ihr euch praktisch einen Überblick darüber verschaffen. Ob ihr mir die noch schicken müsst oder nicht. Fuck, jetzt hat mich da ein Slide reingehoben. Muss mal schauen, wie man hier gerade mal kurz richtig drüber fährt. Das war gut, das war sehr gut. Damit ist man hier doch ein ganzes Stück gleich vorne. Oh, das wird man ganz schön schnell. Gut. Das kriegen wir aber auch noch in den Griff irgendwie. Genau, dann zeige ich euch einfach nochmal hier vom Ende der Folge die Liste mit den Abo-Maps. Und ihr könnt mal gucken, welche ich noch nicht drin habe. Dann weist mich bitte darauf hin, wenn ihr irgendeine von euch vergessen habt, dass ich die dann noch reinpacken müsste. Weil aktuell sollte die eigentlich korrekt aufgelistet sein, hoffe ich zumindest. Oder alles drin sein zumindest, was dort reingehört. Oder ihr mal geschickt habt oder wie auch immer. Wie gesagt, es muss. Ich hoffe zumindest, dass sie alle drin sind, denn ich weiß es leider nicht. So. Wieso bin ich hier oben dann wieder langsamer? Ich check's gerade nicht ab. Und ich muss hier dieses Offroad-Gefahre echt mal wieder üben. Und das war, glaube ich, nicht gut, dieser andere Schnitzer. Werden wir euch mal sehen. Ja. So. Das ist ganz schön Concentration hier, was man hier machen muss, damit an diesen Scheiße richtig hinbekommt. Das war auch gerade sau langsam, hätte ich viel schneller fahren können gerade. So. Oh, das war glaube ich super, super, okay. Ich glaube, wir kriegen hier doch noch eine ziemlich ordentliche Zeit hin und diesmal fetzt es mich auch nicht über dieses Ding drüber und wir haben jetzt 45 irgendwas Zeit. Und hatten Gold. Gold hatten wir gerade gar nicht. Oha. Oha. Das heißt, ich war ja richtig schlecht. Und wir müssen so 43, 79 und ui. Harter Scheiß. Okay, es war sicher möglich, aber müssen wir mal gucken. Ich müsste auch mal generell wieder gucken, ob ich mir wieder online spielen könnte, aber da sind echt. Dadurch, dass nur noch so wenig Leute hier irgendwie online sind in diesem Spiel, bin ich da nicht so drin, was das angeht. Oha, das wären hier schon mal 36 Hundertstel. Ich weiß gar nicht, ob das hier sogar noch weiter ausgebaut ist oder nicht. Und da habe ich mich jetzt auch hier reingezogen. Ja, bei online ist, keine Ahnung, ist nicht mehr so viel los, aber wenn ich gucke, ich weiß nicht, ist halt ein bisschen dämlich. Da könnte teilweise echt viel mehr los sein, worüber ich mich viel mehr freuen würde, wenn man da wenigstens mal wieder ordentlich gegen andere spielen könnte. Obwohl eigentlich dieses komische Demo-Modus sehr dazu beigetragen hat, dass mal überhaupt wieder Leute online spielen. Beziehungsweise da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass doch wieder ein paar Leute da sind. Oh, scheiße, jetzt konnte ich mich nicht mehr richtig nach links fangen. Irgendwas wollte ich euch noch sagen. Ach genau, und zwar, was auch aktuell meine Überlegung ist, was ich vielleicht mal machen oder machen werde. Und zwar, dass ich das Trackmania Let's Play hier wahrscheinlich bei Folge 200 abbrechen werde. Und stattdessen ein generelles Mania Planet Let's Play macht. Das gibt mir einfach die Freiheit, dass ich hier vom Namen her nicht unbedingt auf Valley angewiesen bin. Es wird zwar wahrscheinlich immer noch hauptsächlich Valley sein, was ich dann spielen werde, aber dann einfach noch so Canyon reinschieben und was weiß ich, was alles gibt. Das Einzige, was ihr wahrscheinlich nicht so viel sehen werdet, ist dieses ganze Shootmania-Zeugs. Einerseits, weil ich es mir gar nicht gekauft habe und andererseits, weil ich es scheiße finde, als ich es damals in der Beta gespielt habe. Genau, das hat mich einfach nicht so angefixt. Da gibt es einfach viel besseren Scheiß. Das ist einfach irgendwie so ein Möchtegern-Versuch, in die Fußstapfen von Quake und Unreal Tournament zu steigen,
was denen ziemlich überhaupt nicht gelungen ist. Okay, sie haben coole Ansätze drin, das muss man schon sagen, aber es ist nicht so, dass man sagen würde, hey, das ist total must have. Jetzt bin ich hier angeeckt, glaube ich, und es war nicht gut, wenn man hier aneckt. Ich habe mindestens 10 Hundertstel verloren. Und das, okay, das war immer nicht schlecht, aber das dafür umso schlechter. Und da sind wir doch direkt hinten, auch wenn ich hier einen tollen Crash on Steam habe. Irgendwie läuft diese Map nicht, so wie ich mir vorstelle. Ich überlege jetzt gerade trotzdem, ob ich noch vielleicht eine dritte Map hier dranhänge oder ob ich die jetzt einfach noch ein bisschen weiterfahre. Ich mache die einfach hier noch einmal, dann mache ich noch eine dritte Map. So machen wir das. Wir müssen irgendwann diese Manual Exchange Maps auch fertig bekommen. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz, das so zu machen. Mal schauen, ob wir jetzt eventuell noch hier eine Sekunde runterbekommen. Das wäre immer schon mal nicht schlecht. Dann fühle ich mich nicht ganz so noobig. Im Gegensatz zu dieser komischen Mega-Zeit, die hier als Outdoor-Zeit drin klebt. Wobei die halt schon echt heftig ist. Nochmal so weit runter. Na komm. Wow, das war irgendwie so ein ganz schöner knapper Scheiß hier. So, da war wieder ein bisschen zu spät aufs Gas, glaube ich. Aber immerhin können wir dadurch relativ gut eine Sekunde gut machen. Oh, scheiße, das war überhaupt nicht gut. Wie habe ich es denn hier geschafft, eine halbe Sekunde zu verlieren? Holy shit, wie gut habe ich denn den Schluss gefahren vorher? Oder habe ich hier jetzt einfach gerade den absoluten Oberscheiß gemacht? Das wäre mir dann aber nicht sonderlich aufgefallen, muss ich sagen. So, ach, das war nicht gut, hier runter zu sliden. Das muss man halt doch irgendwie Fullspeed hier runter schaffen. Ach genau, ich wollte eigentlich die nächste Map machen. So war das, genau. Lassen wir es einfach bei der hier und wir schauen uns die nächste an, weil ich habe einfach Bock mehr zu fahren. So. Was haben wir denn? I Round Drunkness. Die hört sich doch lustig an. Dann ist dieses auch gar nicht so lang. 37 Sekunden, das hört sich doch nach was Lustigem an, was wir das hier noch eventuell schaffen könnten. Uiuiui. What? Das ist ja eine LOL-Map, oder? What the fuck einfach. What the fuck. Okay. Schauen wir uns das mal an. Oh, ja, das ist echt mehr Drunkenness Driving. So. Oi, oi, oi. Ich weiß schon gar nicht, wie ich das richtig hier fahren soll. Oh, what the fuck einfach. What the fuck? Was ist denn das hier bitte? Das ist ja total harter, abartiger Scheiß hier. Na gut. Schaffen wir vielleicht doch. Das sind ja doch nur 37 Sekunden. Das heißt, da hätte es eigentlich sowieso schon fast Ende sein müssen. Wo wir hier waren. Und ich neige sehr stark dazu, viel zu schnell zu fahren. Ah, hier sind doch Checkpoints. Ich habe mir das gerade überlegt. Hier sind hier eventuell gar keine Checkpoints hier in dem Ding. Alter! Man wird halt so viel zu schnell in diesen Kurven. Wenn man mal einmal aufs Gas geht. Da muss man echt tierisch aufpassen. Wie hat überhaupt diese ganze Scheiße hier in den Tunnel reinbekommen, ey? Und mich stellt's gleich wieder total auf. So ein Mist, ey. So, komm. Ich will jetzt wenigstens noch eine Zeit hier fahren. Dann kann ich diesen Schmarrn übrigens abbrechen. Das ist okay. Vielleicht nicht so mega hart abbrechen, aber ihr wisst, was ich meine. Gott, das ist echt schlimm bei diesen Kurven. Wenn man die nicht von außen anfangen kann, wie man es gewohnt ist, muss man hier echt tierisch aufpassen. Geht's hier noch weiter? Ach Gott, hier geht's noch weiter runter. Und hier rüber. Ich werde dich jetzt nochmal auf totaler fiese Scheiße am Ende. Ah, noch nicht einmal. Aber hier haben wir immer das Ziel. Gut, 36,17 immerhin. Haben wir damit überhaupt schon Gold? Ja, haben wir. Und was ist denn die Autozeit? What the fuck? Das ist einfach die What the fuck Map einfach. 34,84. Ach, da schauen wir einfach mal, ob wir hier nochmal ein bisschen was über eine Sekunde müssten wir dafür runter. Könnten wir eventuell schaffen. Mit ein bisschen Glück. Und wenn ich mich nicht allzu hart und dämlich anstelle. So. Das sollte zum Beispiel schon seinen Teil dazu gemacht haben. Und das hier auch. Und hier, glaube ich, war ich vorher auch ein bisschen schlechter. Gott, das ist ganz schön Konzentrationsmodus hier. Verdammt, das wäre so gut gewesen gerade. Es hätte mir sehr, sehr gut gefallen, was ich hier gemacht habe, aber es war nicht, wie es sein sollte. Es hätte viel besser sein können. So, wo ist jetzt überhaupt nochmal der erste Checkpoint? Ich habe es total verpennt schon. Ich glaube, da unten war er, oder? Dann könnte man hier mal gucken. Ja, hinten. Scheiße. Habe ich zu viel Bumperei betrieben. Viel zu viel Bumperei.
Na gut, kriegen wir ja vielleicht trotzdem noch hin. Ja. So ist es. Oh, das war gar nicht doof mit diesem Anbremsen. Und ich bin mir auch nicht sicher, wie man diese Kurven hier richtig runterfährt, wenn die so behindert gemacht sind. Ich bin ja nur irgendwie den Standardweg hier gewohnt von diesen Dingern. Und das war auch nicht gut. So. Wow, das war aber nicht schlecht, glaube ich. Das auch nicht. Es könnte jetzt hier sogar fast mal positiv sein. So, ich glaube, ich habe es geschafft, weil das ist ein bisschen so ein Konzentrationsding. Nein, nein, nein! Wieso konnte man diese Kurve nicht gerade ausfahren? Das wäre super gewesen. Wäre diese scheiß Rampe da nicht drin, die er einfach aus Trotz hier reingebaut hat, um mir auf den Sack zu gehen, glaube ich. Nein, wahrscheinlich hat er das nicht gemacht. Er hat das gemacht, um der Allgemeinheit auf den Sack zu gehen. Naja. Naja, es ist sowieso ein bisschen eigenartig mit den ganzen Maps, die jetzt da draußen sind in Trackmania, weil es gibt, glaube ich, aktuell sowieso nur noch einen Mapper, der wirklich gut ist und aktiv Maps bauen. Das ist dieser Mr. DVD. Das finde ich echt ein bisschen schade, aber kann man nichts machen. Also könnt ihr auch mal ordentliche Maps hier bauen, dann habe ich auch wieder was Tolles zu fahren. Beziehungsweise, es kann nur noch aufwärts gehen. Mit dem ganzen Zeug, was ich hier schon fahren muss. Selbst das finde ich gerade aktuell noch nicht mal richtig scheiße. Boah, ich habe letztens auf irgendeinem Multi-Envy-Server gespielt. Ey, das war ein Crap, sage ich euch. Was da für Maps waren, ey. Das war der ultimative Oberhammer. Ich dachte mir so, ey. Die sehen vielleicht von oben wie ein Kunstwerk aus, aber fahrtechnisch sind sie sicher das nicht. So, ich schaue jetzt nochmal, dass ich es einmal durchbekomme, diese Map. Dann würde ich mir sagen, machen wir für heute Schluss. Super Schluss. Weil ich muss den ganzen Scheiß hier schließlich noch rendern und hochladen. Das dauert auch immer sehr, sehr lange. Und überlegst du dir ein, so ein Video zu rendern, was hier irgendwie 20 Minuten dauert, dauert bei mir irgendwie eine knappe Stunde oder so. Und dann nochmal eine Stunde zum Hochladen und was weiß ich was alles. Oh, verdammt, ich war wieder zu schnell. Ich schaff's echt nicht vernünftig, dieses Ding durchzufahren. So. Nein, nicht gegen das Ding fahren. Oh, was mach ich denn für einen Scheiß? Okay, das ist der letzte Versuch. Und da mache ich echt Schluss. Dann reicht's mir hier mit diesem Dreck. Dann habe ich das Ding hier genug gelitten. So, ich fahre es einfach aufs Durch, egal wie scheiße ich jetzt hier gerade schon bin. Was sowieso schon richtig hart der Fall sein müsste. Auch wenn ich hier jetzt gerade ein bisschen gutes Ding sogar halbwegs erwischt habe. Oh, 1100 ist sogar vorne. Komm, ich will es einfach nur durchfahren. Einfach nur fucking durch. Oh. Wieso ist das Ding hier weiter draußen, ey, als das andere? Oh, da muss man sich auf so einen Scheiß auch noch einstellen. Da hat er das nicht mal gleichmäßig hier platziert. So ein Mist. Hey, komm, einfach durch. Ja, machen wir einen Wallride. Ja. Scheiße. Einfach nur Scheiße. Gut. Damit hätten wir den Schmarrn durch. Wie gesagt, schreibt mir... Nein, stopp, ich wollte euch noch die Maps zeigen, die ich habe. Bevor ich wieder vergesse. Ich habe aktuell folgende Maps. Und zwar Singleplayer. Wo haben wir denn? Abo-Maps. Das sind alle, die ich aktuell habe. Alive von Mario Marco. Ganz viele von dem Moman. Die Long Map 2. Ich glaube, das ist die neueste. Darauf hat mich irgendwie hingewiesen, dass ich die noch brauche. Und die hier alle. Also... haben wir genug zu fahren, glaube ich. Zumindest für ein paar Folgen. Falls ihr aber trotzdem eure noch nicht dabei habt und ihr wollt, dass ich sie auch noch fahre, schickt mir sie einfach. Dann packe ich sie noch dazu und dann fahre ich sie, wenn ich hier die ganzen Main Exchange Maps fertig habe. So ist es. Genau. Wie gesagt, schreibt mir noch eure Meinung zu der Sache mit den Kommentaren, liken. Und dann sehen wir uns hoffentlich übermorgen wieder. Bis dahin, euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Zumindest in Valley sehen wir uns übermorgen. Sonst übermorgen einfach. Servus.